Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch von Autel dieses MaxiLink ML329329 vorstellen. Dieses wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von LeadTech, einem Verkäufer bei Amazon. Besten Dank dafür. Ja, und heute möchte ich euch zeigen, wie sinnvoll es ist, so ein kleines Gerät im Auto liegen zu haben. Vor allem, wenn man mal in den Urlaub fährt oder weiter weg mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Wir haben mittlerweile in den modernen Fahrzeugen so viele Steuergeräte und so viel Elektronik, die miteinander kommuniziert. Und ja, gibt es mal einen Kabelbruch, gibt es kleine Macken, Fehler an den Bauteilen, an der Sensorik, haben wir sofort irgendwelche Fehler im Fahrzeug. Und ja, mit diesem Teil lassen sich super leicht die Fehler auslesen, die Fehler löschen im Notfall. Und wir können uns mit dem Gerät sofort auch die Live-Daten des Motors anschauen. Das heißt, sollte vielleicht was mit den Abgasen nicht stimmen, Lambda-Werte nicht stimmen, was auch immer, kann man das sofort einsehen. Und das finde ich eigentlich eine coole Geschichte. Für, glaube ich, unter 40 oder 50 Euro ist das Ding hier erhältlich. Und na klar, es ersetzt kein VCDS und andere größere Systeme oder ein WoW. Aber klar, für einen Urlaub oder wenn man im Auto unterwegs ist, nicht immer einen Laptop mitschleppen möchte, ist es eigentlich eine super Geschichte. Also ich würde sagen, nicht so lange um heißen Brei herumgeredet. Auf geht's ins Auto und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ja, im Auto angekommen, werden wir das ganze Ding erstmal hier anstöpseln. Dazu nehmen wir hier diesen Stecker. Bei dem Fahrzeug weiß ich schon, wo der sich befindet. Meistens befindet sich der OBD-Stecker oder die Buchse irgendwo im Fußraum des Fahrerbereiches. Ja, und wie gesagt, ich weiß ja, wo der bei mir hier ist. Deshalb werde ich da versuchen, mich da unten mal rein zu quetschen und das Ding zu finden. Jawohl, da ist er. Jetzt muss man nur noch schauen, wie rum. Ja, und wie gesagt, das Gerät geht dann auch gleich hier von selbst an. Ich tue es mal hier so um das Lenkrad hier rumlegen. Das Gerät geht schon von selbst an. Und jetzt hat man letzten Endes hier unterschiedliche Modi. Einmal den OBD2 EOBD-Check. Dann hat man hier diesen Ready-Test. Das zeige ich euch auch, wie das funktioniert. Und hier einmal die Einstellung und hier über dieses Gerät. Das ist die Scroll-Taste, mit der könnt ihr euch durchs Menü scrollen. Das ist die Enter- und Exit-Taste. Und die IM-Taste ist im Prinzip die Taste, die euch eine Schnellübersicht gibt über alle Komponenten, die ausgelesen werden können, die das Fahrzeug uns zur Verfügung stellt, wie die Steuergeräte und so weiter und so fort, was halt alles abgelesen werden kann. Ja, dann haben wir hier so ein grünes Zeichen mit so einem Haken, das bedeutet alles in Ordnung. Das gelbe Ausrufezeichen heißt, dass es kleinere Fehler geben kann. Und hier das rote Ausrufezeichen bedeutet, es gibt irgendwo schwerwiegende Fehler, bedeutet irgendwelche Stellmotoren, Stellglieder oder was auch immer, haben keinen sporadischen Fehler, sondern einen dauerhaften Fehler. Dann scrollen wir uns jetzt mal mit der Scan-Taste hier durchs Menü und gehen in die Einstellungen. Jetzt sind wir auf der Einstellung, gehen mal auf Enter und hier kann man alles Mögliche einstellen, Hilfe, Sprache, Prüfung konfigurieren, Maßeinheiten, Tastenton, alles Mögliche möglich, Update-Modus und so weiter und so fort. Vorheriges Menü, gehen wir mal wieder raus, scrollen jetzt mal weiter und gehen auf Über, auf Enter und jetzt sehen wir hier, wie dieses Gerät heißt. Das ist ein MaxiLink ML329 mit der Seriennummer V114, Burn Date, das heißt das Geburtsdatum von dem Teil, wann es rausgekommen ist, am 15.03.2020, also ziemlich neues Gerät. Die Seriennummer, das Passwort braucht man wahrscheinlich, wenn man Software-Updates macht. Und wir gehen jetzt mal hier wieder raus, scrollen uns mal durch und jetzt müssen wir letzten Endes hier einmal die Zündung einschalten von dem Fahrzeug. Zündung ist an und sobald die Zündung an ist, bleiben wir jetzt mal hier auf diesem OBD2 EOBD und sagen mal Enter. Und jetzt kann man hier schon mal sehen, ich mache mal die Lüftung aus, kann Standard Schnelltest, Ready System Status, please wait, Reading System Status, also er liest jetzt den Status des Systems. Hier seht ihr diesen grünen Haken, alles ist in Ordnung. Jetzt springt er in dieses Menü runter, jetzt können wir uns mal durchscrollen, lese Codes, lösche Codes, Live-Daten, die kann man sich angucken, wenn das Fahrzeug im Betrieb ist, also sprich der Motor an ist, ihr fahrt oder nur im Stillstand, zeige ich euch auch gleich. Standbild, IM-Bereitschaft, das wäre hier diese Geschichte.
Fahrzeuginfo können wir uns mal angucken, was da ist. Drehen Sie den Schlüssel auf. Ja, gut, ausgeschalteten Motor haben wir. Und dann gehen wir mal weiter. Und gucken uns das mal an. Kalibrierungs-ID, okay. Wahrscheinlich liest er das nur aus, wenn das Fahrzeug an ist. Gehen wir wieder raus ins vorherige Menü. Und hier auch nochmal raus. Möchten Sie sicher? Ja, wir möchten das hier verlassen. Und jetzt gehe ich das Ganze nochmal mit euch durch. Jetzt gehen wir da nochmal rein. So, zack. Jetzt liest er das System. Also er liest auf dem CAN-Bus, ob irgendwelche Fehler sind. Hat nichts. Jetzt sagt er hier Codes gefunden. 0 Überwachung 7. Das heißt, 7 Steuergeräte kann er scheinbar überwachen. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Lesen Codes. Auf Enter. Und jetzt tut er die Codes lesen. Codes werden gelesen. Bitte warten. So. Keine Codes sind im Modul gespeichert, also ist das Fahrzeug hat keine Codes eingespeichert. Ich könnte jetzt mal gehen und den Luftmassenmesser abziehen und dann würdet ihr sehen, dass da letzten Endes dann ein Code hinterlegt ist. Wir könnten den Code auch wieder löschen, das wäre alles überhaupt kein Problem. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Und wir gehen jetzt hier mal auf zurück und gehen jetzt mal hier raus. Vorheriges Menü, jawohl, jetzt gehen wir da wieder raus, scrollen mal weiter und gehen auf diesen Ready Test, da mal drauf, jetzt macht er natürlich auch wieder so einen Schnelltest, wir müssen warten und er fährt jetzt alle Steuergeräte an, also was weiß ich, Kombi-Instrumente, Motorsteuergerät, ob da eine ML-Leuchte drin ist, das würdet ihr hier oben sehen, da ist diese MIL-Leuchte, diese MIL-Leuchte, ist alles im grünen Bereich und ihr seht hier, das alles, was ausgegraut ist, das kann er in diesem Fahrzeug nicht auslesen, weil das hier vom Fahrzeug nicht freigegeben ist für diese Art des Auslesens. Aber hier kann man schon mal sehen, alles im grünen Bereich, da sind keine Fehler. Sollte die gelbe Motorkontrollleuchte leuchten, dann hättet ihr hier oben diese schon mal gelb markiert oder rot und hier auf jeden Fall ein gelbes Ausrufezeichen oder ein rotes Ausrufezeichen. Das passt soweit, jetzt gehen wir mal auf Exit raus. Und jetzt schmeiße ich mal das Auto an und wir gucken uns mal die Live-Daten an. So, Fahrzeug läuft. Und jetzt muss ich nur mal schauen, wie das hier mit den Live-Daten war. Ich denke, ich muss hier wieder runterscrollen. Und gehe hier auf Enter. Und die Live-Daten haben sich da verborgen. Dann schauen wir doch gleich mal. Ja, und an sich eigentlich eine coole Geschichte mit diesem Gerät. Ihr könnt es während der Fahrt euch irgendwo an die Seite legen und könnt da die Daten beobachten. Oder es wäre sogar denkbar, dass man hier so eine Handyhalterung nimmt. Ich schwenke mal hier hoch und dann haut man sich das Ding dahin. Das Kabel ist nicht super lang, das heißt, man bleibt hier in diesem Bereich. Na? So, jetzt hat er was gefunden. Jetzt schauen wir doch mal. Jetzt sagt er Ausrufezeichen. Jetzt machen wir mal Lesecodes. Irgendwas hat er da gefunden. Scheinbar ist jetzt irgendwie ein P243 Generic Turbolader Supercharger. Okay, diesen Fehler kenne ich. Das hat das Fahrzeug ab und zu mal. Ist das Stellglied vom Turbolader. Ja, da ist ein kleiner Kabelbruch dran. Muss mal behoben werden. Aber das ist schon mal sehr gut zur Vorführung. Jetzt gehen wir mal hier raus. Und jetzt können wir im Prinzip runtergehen und sagen, lösche Codes, Enter, löschen vom Fehlercode, jawohl, möchten Sie das? DCT und Freeze-Frame-Daten werden gelöscht, jawohl, wollen wir. Und jetzt warten wir mal eine Sekunde, jawohl, das Ding ist fertig und der Code ist erased. Und jetzt gehen wir nochmal ins Runter, Quatsch, wollen wir nicht, nein. So, wir wollten in die Live-Daten und zwar scrollen wir hier eins runter und gehen auf die Live-Daten und da kann man sich ganz schön viele Sachen anzeigen lassen. Jetzt liest er die PIDs, die PID-IDs, das heißt, er hat 12 verschiedene Messdaten gefunden, die er uns anzeigen kann. Hier ist zum Beispiel, glaube Ladedruck müsste es sein. Jetzt sehen wir, wenn ich Gas gebe, dass der Druck hier nach oben geht. Da sehen wir die Wassertemperatur, auch ein Druck in Millipascal, die Umdrehung hier bei 780, jetzt gehen wir mal leicht hoch,
2300. Und jetzt können wir uns im Prinzip hier durchscrollen. Mal schauen, hier die Geschwindigkeit. Schauen wir mal, ob wir einen Lambda-Wert auch hier irgendwo finden. Ja, viel mehr hat er nicht. 12 Sachen kann er hier auslesen, das war's. Mal schauen, was das eine hier, das vorletzte da unten ist. Hier diese Temperatur in Prozent oder TP, keine Ahnung. Achso, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Schauen wir mal, was die Standbilder hier machen. Keine Standbilddaten gespeichert. Okay, gehen wir mal zurück. Ja, und wie gesagt, jetzt gucken wir uns nochmal hier diese IM-Bereitschaft an. Jetzt gucken wir in diesen Fahrzyklus. ML aus. Das passt alles. Gehen wir mal eins runter in diesem letzten Fahrzyklus. Ob da irgendwas gewesen ist. Okay, hier sieht man zum Beispiel, dass dieser Modus nicht unterstützt wird. So, dann gehen wir mal raus. Vorheriges Menü. Scrollen nach unten. Vorheriges Menü. Exit. Wollen wir raus? Ja, wir wollen raus. Ja, und wenn man das Gerät dann in diesem Modus hat, dann kann man es auch unten ganz normal wieder abstecken. Und das Gerät geht einfach aus. Wie ihr gesehen habt, alles gar kein Problem. Und ja, ich mache es dann so. Ich lasse das Ding einfach im Handschuhfach liegen. Wenn man gerade mal so ein Problem hat, wie ich jetzt zum Beispiel mit ja, diesem Stellglied für den Turbolader, der die VTG-Verstellung so verstellt, ist das Problem, wenn da ein elektronisches Problem ist, sprich Kabel, Baum irgendwie defekt oder diese Stellglied innen drin, die Leitungen, die dort reinführen, die kriegen ganz oft mal kalte Lötstellen und dann kommt es zu so einem Phänomen, zu solchen Problemen, dass das Fahrzeug dann in den Notlauf geht und ihr tretet aufs Gas und der Turbo entfaltet nicht seine volle Leistung, ist ja klar, weil die VTG nicht verstellt wird. Da ist es halt ratsam, so ein Ding dabei zu haben, dann könnt ihr den Fehlercode auslöschen, das Auto wieder anmachen und könnt gediegen wieder weiterfahren, ja, ohne ADAC rufen zu müssen oder was auch immer. Deshalb, wie gesagt, jeder Cent wert, dieses Ding, das mobil dabei zu haben, denn ich habe nicht jedes Mal meinen Laptop mit VCDS oder WoW oder was auch immer dabei und das Kabel, das wäre Irrsinn. Und so nehme ich das Ding letzten Endes und schmeiße es da ins Handschuhfach. Die Sache ist gegessen. Das war's schon zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Unten in der Videobeschreibung stecke ich euch noch einen Link rein, wo ihr dieses schöne Gerät letzten Endes auch käuflich erwerben könnt. Nochmals vielen Dank für das zur Verfügung stellen für dieses Gerät. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Chris von BrainX. Ciao, haltet die Ohren steif und viel Spaß beim Reparieren.